Guten Tag, hier spricht wieder euer Peter Gaming und wir machen... Oh nein! Oh nein, jetzt müssen wir... Oh nein, jetzt müssen wir sie... Oh. Zwei sind jetzt noch da. So, jetzt müssen wir uns mal Arschbut erstmal. Plato, oh Mann. So, jetzt ruhig hin. Ruhig hin. Sie haben meine Ehre bewahrt und mich gerettet. Ich bin Elisabeth. Möchten Sie nicht runterklettern und sich zu mir setzen, damit ich Ihr Gesicht sehen kann? Klar doch. Wo ist sie? Hä, wo ist denn die jetzt schon wieder hin? Ihre Tochter Elisabeth. Okay, was ist hier mit Elisabeth? Oder mit den Frauen und Dicky und die Frauen sozusagen? Hä? Sie sehen aus, als würden sie gleich aus den Schuhen kippen. Was ist denn geschehen? Bloß ein Traum, scheint es mir. Alter, nicht. Ah, es kam aber schöne mit 5 alles. Aber das. Das Nervkomische war, Leute. Fand ich. Mir hätten das Ding gehabt, Leute. Nur das Problem war, mir. Ich hab. Das war jetzt ein bisschen nervig, finde ich, Leute. So, Leute, jetzt schauen wir mal. Ob man noch ein paar Fähigkeiten verbessern kann. Oh, 4 verbessern. Einschüchtern, das wäre gut, wenn man einschüchtern könnte, dass sie nicht mehr sozusagen abhauen können. Und dann machen wir noch mit. Dann machen wir noch. Oh, was können wir noch machen? Ah, was sind das? Schleichen. Wir machen noch Schleichen, der die Sache, Leute. Schleichen 2. Dass man noch ein bisschen schleichen können. Dann können wir, oh, also das können wir auch gut machen, die 2. Haben wir noch? Ah. Und jetzt regnet's wieder, oh Mann. So, ein Waldschalter haben wir jetzt alles fertig. Aber jetzt können wir zumindest erstmal das Geld holen, das ich sage, Leute. Wir holen uns erstmal das Geld wieder. Wir brauchen ja ein bisschen Geld, man muss ja Ausrüstung kaufen und alles mögliche. Und da braucht man halt nicht wenig Geld, finde ich. Und dann fangen wir mal wieder die Sache mit Story weiter an, dass wir wieder ein bisschen Gebiete freischalten können und einfach so ein bisschen weiterkämpfen können, finde ich. Und machen wir ein Gebiet für Gebiet, dann... Tu man das Gebiet für Gebiet dann einfach frei machen, würde ich sagen. Und alle. Aber ich finde das Outfit von Eevee am besten. Passt halt nicht in die Zeit, finde ich. Aber macht. Ich finde es cool. Macht neue Ausrüstungen oder so. Kann man mal gucken. Ja, so. Unser Nigel schlägt wieder Kapriolen.
Oh, wir haben's bald geschafft, Leute, so. Aber hier sind wir ja frozen, das. Robert, ich glaube, Leute, die in der Nähe. So, jetzt gehen wir zum. Machen wir mal die Mission, die ich sage, da unten. Dass wir wieder noch ein bisschen Geld, weil wir wissen ja, Leute, wir haben ja ein bisschen Geldmangel immer. Und da können wir jetzt auch ein bisschen kaufen. Material wieder ein bisschen alles auffüllen. Medizin. Können wir mal Medizin verbessern? Das wäre jetzt mal gut, wenn wir Medizin mal herstellen könnten. Medizin. Ne? Uns fehlt immer noch ein bisschen Leder, glaube ich. Leder fehlt uns noch ein bisschen. Aber jetzt werden wir mal hier hingehen, was er von uns will. So, mal gucken, was unser Freund so will. Nein, ich war's nicht, unschuldig. Verzeihung. Sie sind doch die... Ich bin sicher, wir kennen uns nicht. Ist das ein Ring für Preiskämpfe? Da können Sie sich aber drauf verlassen, my lord. My lady, ich bin Robert Topping. Der beste Buchmacher Londons, zu Ihren Diensten. Naja, zweitbester, aber meine Mom sagt, Donald wäre etwas einfältig. Aber egal, ich kann Ihnen eine ganze Menge aufregender Dinge zeigen. Von Preiskämpfen bis hin zu Kutschenrennen. Ich denke, wir können hier ruhig etwas Zeit verbringen. Ja, machen wir ein bisschen Preisboxen, oder Leute? Okay, dann schauen wir mal, wie unser Eevee es schafft. Alter, die Eevee geht hier aber gut ab. Au, Alter, tut es weh. Unglaublicher Kampf. Kommen Sie bitte hier. Hören Sie? Mach mal weiter, oder? Wir brauchen ja noch ein bisschen Geld, Leute. Alter, die Multikills sind sau cool, Leute, wenn wir Multikills machen können. So, Mama, wieder ein Multikill. Wups, und wieder. Alter, Eevee ist ja richtig überzeugend. So, jetzt können wir noch weiter kämpfen. Oder Leute, ein bisschen Kämpfe können wir immer noch. Ah, Alter. Alter Schweizer. Reicht dir die Kühler?
Alter, die geht aber abartig los, Leute. Die will hier heute kämpfen wie in Welten. Au, Alter. So, Leute, jetzt holen wir noch einmal. Eine Runde überleben wir noch, Leute. Denkt sie. Alle jetzt und... Alles... Alter, ist das unfair, Leute. Zwei gegen eine Frau, alle, aber sie zeigt, was sie kann. Ah, das kann man mit schönen 5 Sterne kriegen, Leute. Alter, das war ein schöner Kampf. Treten Sie unserem Untergrundkampfclub bei. Aber ich denke, Leute, einmal können wir es ja... Und dann können wir wieder rausgehen. Das können wir ja ab und zu immer mal kämpfen, Leute. So ein Boxkampf. So, jetzt schauen wir mal, was die nächste... Ach, da müssten wir jetzt hin. Okay. Die Sachen, wir reißen hier mal hin, Leute, erstmal. Und dann machen wir erstmal da mal weiter. Alter, was für ein cooler Kampfsport, finde ich, oder? Dass man da ein bisschen neue Sache gewinnt, Alter, und die räumt gleich ab. Ja, das ist richtig schön, was hier abgeht, oder? Und dann gucken wir einfach mal, wie es weitergeht. Jetzt können wir auch unser Outfit upgraden und verbessern, Leute. Das wäre jetzt, dann haben wir, glaube ich, alles ein bisschen mehr. Und dann haben wir, dann können wir mal zeigen, was wir können dann sozusagen. Alles so cool, finde ich. So, jetzt müssen wir die Ladesequenz sind immer ein bisschen nervig, finde ich. Wo war denn das Inventar, glaube ich, oder? Ah, wir müssen erst auf den Boden kommen. Ah, stimmt ja. So. Jetzt tun wir unser Inventar, unser Umhang und eine Montur verbessern, würde ich sagen. Alter, da wird mal alles verbessert, oder Leute? Verbessern wir Evelyn Allen. Das ist auch nicht schlecht, das ist ein altes Outfit. Aber ich finde das neue Outfit so cool. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier in dem Gebiet machen. Okay, da ist ein Radrennen. Aber ich sag mal, Leute, wir machen erstmal hier mal frei. Mit Eevee, der ich sag. Und wir haben hier ein schönes Auto. Automobil wieder, Leute. Dass wir hier erstmal das Gebiet ein bisschen frei machen, der ich sag. Und dann schauen wir einfach mal, wie die Story, weil wir müssen jetzt Level 5 und das ist... Gut so. Dass wir mal in dem Gebiet mal frei haben. Dass wir hier ein bisschen paar... Ah, das ist so schön. Oh.
EA, Mist. So, gehen wir erstmal hier hoch und dann kommen wir. Dass wir das Gebiet erstmal frei haben ein bisschen. Und dann können wir ja die Story weiterspielen, Leute. Würde ich sagen, das macht einer Gangsterquartier. Oh, das. Ah. So, jetzt schauen wir mal. Ah. Okay, Leute, dann, ja, ich jetzt sag, wir machen die noch. Und dann, ja, dass wir hier noch dahin zu dem kommen noch. Kommen wir da noch? Ich jetzt sag, Leute, wir machen jetzt noch nett noch, das ich noch sage, Leute. Wir machen noch hier den, mit ihr nett, Leute. Und dann geht's los mit. Mit Jacob wieder und die neue, sozusagen, neue Mission, die ich sage. Aber hier ist ja wieder ein Händler und Händler sind immer gut, Leute. Dann können wir verbessern unsere Sache. Guck mal. Wurfmesser, okay, Medizin haben wir noch nicht so viel. So, jetzt gehen wir mal zu Nigel. Was Nigel eigentlich für eine Person ist, jetzt bin ich. Oh. Das bin ich jetzt mal gespannt, was mit Nigel ist eigentlich. Ah, und das sind auch die Pferderenner. Alter, ja, hier ist schon. Mann, hier muss man schon Führerschein haben, Alter, für alle. Hier geht's schon so ab. So, jetzt müssen wir irgendwo in den Nahe hier rein. So, jetzt gehen wir erstmal in die gute Stube, Leute. Ja, oder er. Ich wusste, dass Sie kommen. Herzlich willkommen. Unsere Aufgabe ist, London im Gleichgewicht zu halten und alle Lieferungen über Straßen, Wasser und Gleise zu überwachen. Unser größtes Problem? Die Blighters. Schaffen Sie uns die vom Hals, wäre ich Ihnen sehr dankbar. London wäre jedenfalls sicherer. Wenn Sie was Glitzerndes finden, behalten Sie es. Ich mag es ja, wenn es glitzert. Okay, Leute, aber ich würde sagen, dann könnte man zumindest das das Aussichtspunkt hier noch schnell machen, würde ich sagen, Leute. Dass man es ausrufen, dass man dann alles freigeschaltet hat und dann uns sich sozusagen hier in diesem Gebiet
anfangen, das Gebiet wieder zu befreien, Leute. Das ist es wichtig, dass wir es befreien können. Ah, da sind ja Putzkuschen. Nehmen wir aber gleich die erste da vorne. So, machen wir erstmal hier, gehen wir erstmal hier hoch, dass wir das Ding holen. Oh ne, da müssen wir jetzt klettern, aje, klettern, wettklettern. So, dann klettern wir nach oben, Leute, immer nach oben, immer weiter nach oben. Und holen sozusagen dann hier die Mission, dass wir hier den Bereich Achmut fertig kriegen. Dass wir alle Punkte hier in dem Gebiet haben. Und dann können wir uns auf die Jagd auf den Blighters machen, Leute. Würde ich sagen, wäre am effektivsten. So, jetzt schauen wir mal, wie das so aussieht. Aber Leute, wir müssen erstmal hier hin, Leute. Zur Auslese müssen wir erstmal reisen, Leute. So, Leute, jetzt reizen. So, jetzt machen wir erstmal einen Ausflug wieder zu dem Gebiet, wo unser Jacob mal wieder teilnehmen kann. Mann, nach langer Zeit kann Jacob mal wieder ein bisschen arbeiten für sein Geld. Aber Leute, ich denke, diese Mission machen wir erst beim nächsten Mal. Somit sagt wieder euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und PG, bis dann.